Hey, liebe Plattenfreunde, hallo. Guidos Plattenkiste wieder mal hier. 4 Tage hatten wir jetzt ja irgendwie frei oder irgendwie sowas. Wir waren dann wieder mal ein bisschen in Berlin, machen wir hier diesen Tropical Island, den haben so ein bisschen Spaß gehabt. Mein Sohn ist 5 Jahre alt geworden. Wir haben gefeiert und hatten ein bisschen Erholung, sag ich mal irgendwie so. Und ihr hattet mal 4 Tage lang Ruhe vor dem Guido. Ja, nichtsdestotrotz ziehen wir jetzt einfach mal wieder ein paar Scheiben durch und schauen mal, was uns diese kleine Plattenecke hier irgendwo so bringt. Dementsprechend fange ich einfach mal an und ziehen wir wieder ein paar Scheiben raus, was wir auch immer hier irgendwie so finden. Ich kann mal hier unten einfach mal rein. Ich habe natürlich wieder mal gleich 2 Platten rausgezogen. Und als erste Scheibe habe ich hier die Soul Brothers aus Detroit, glaube ich, kommen sie. Und zwar sind das die Temptations mit der Scheibe To Be Continued. Ist, weiß jetzt nicht ganz genau, relativ späte Platte, glaube ich, von den Jungs aus dem Jahre 1986. Auch noch von Motown, die ja im Prinzip durch die Temptations erst richtig berühmt geworden sind. Ne? Brauche ich nicht ja zu viel zu sagen. Ne? 60er oder 50er Jahre gegründet, bin jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwie 60er gegründet. Anfang der Zeit große, große Hits natürlich gab, wie My Girl und hier Papa Was a Rolling Stone natürlich, eigentlich der Hit der Temptations. Keine Frage, der Soul pur hier von den Jungs. Ne? Hier diese Scheibe selber hat A Fine Mess and Lady Soul drauf. Das waren auch relativ bekannte Stücke der Band. Ansonsten ist das, wie gesagt, eine späte Soul-Platte der Temptations. Ne? Coole Soul Brothers. Was anderes bleibt mir da nicht zu sagen, wenn jetzt mal so, ich weiß nicht ganz genau, es spielt immer ganz furchtbar mit der Lampe. Das habe ich ja schon 30 Mal gesagt, aber wollte es ja mal anders machen. Kommen wir vielleicht auch nochmal irgendwann zu. Ne? Schöne Platte hier. Temptations to be continued. Bitteschön. Als erste Scheibe des Tages. Oder Abend. Des Abends. Und dann habe ich hier The Best of the CC Top. Na, jetzt gehen wir mal jetzt komplett nach Texas. Da kommen die Jungs, glaube ich, her. Hier Barry Gibbons heißt er, glaube ich, ne, mit dem langen Bart. Und ne, Billy Gibbons heißt er, ne? Billy Gibbons, der Gitarrist und Sänger, Dusty Hill an den Bass. Und nochmal irgendwie der Schlagzeuger, weiß gar nicht, wie der noch hieß. Ich wollte gerade mal Blackbird sagen, aber so ähnlich heißt er, glaube ich. Ja, ich habe da brauchen wir ein Best of the CC Top, brauchen wir eigentlich zu viel zu sagen. Ja, große, große Hits gehabt, die Jungs. Das ist ja so eine Blues, Southern Rock, Hard Rock Geschichte, kann man das ja schon fast ein bisschen nennen. Großer Hit natürlich hier auch auf der zweiten Seite drauf: Lagrange. Das ist ja da, kann ich kaum nachmachen, aber es ist ja so ein Riff der Gitarre, der hat ja jeder mal irgendwie gespielt oder wollte das können. Ging ja damals richtig klasse ab, diese Platte. Da bin ich eigentlich an die CC Top gekommen mit dieser Scheibe. Ne? Schöne Platte letzten Endes hier. Das Ding ist natürlich eine Compilation. Die Best of irgendwie letzten Endes auch Blue Jean Blues hier zum Beispiel, das ist auch sehr bekannt gewesen. Beer Drinkers and Hellraisers, auch eine relativ bekannte Platte gewesen. Waiting for the Bus, also kennt man alles irgendwie so. Der Sound der CC Tops, natürlich einschlägiger Blues Rock. Southern Hard Rock, irgendwie so in dieser Richtung. Ne? Kennt ihr alle, wollt ihr alle hören, habt ihr alle gehört? Keine Ahnung. Ich meine schon Werbung jetzt dafür. Ja. Euer hier da. Guckt, bitteschön, CC Top, The Best of CC Top. 10 Legendary Texas Tales heißt die Scheibe noch dazu. Ne? Schönes Ding, ja, was soll ich sagen? Hier unten nochmal rein. Oh, da haben wir einen Stapel rausgezogen. 3 Stück gleich an der Hand. Ja. Auch, ne, genauso geht es hier weiter. Ne? Hier, das Ding überhaupt. Ne? Rainbow Rising. Ne? Eigentlich muss man ja sagen, Richie Blackmores Rainbow, so nannte man das damals ja noch. Ne? Diese Scheibe selber, eigentlich die Scheibe von Rainbow irgendwie. Hochgelobte Heavy-Scheibe letzten Endes. Ne? Ja, was soll man da zu dieser Platte sagen? Ne? Also hier Cozy Powell erstmalig am Schlagzeug gewesen. Richie Blackmore und natürlich als Supersänger Ronnie James Dio noch dabei. Durch Cozy Powell wurde ja auch mal erstmalig dann auch das Schlagzeug hier richtig eingesetzt. Also vorher der Drummer war ja auch schon, war ja noch ein bisschen rockiger, da hatte man auch nicht eher so diese Orgelsachen drauf oder so. Hier geht es dann schon richtig Double Bass mäßig am Start. Cozy Powell hat ja gleich gezeigt, wo es lang geht. Und dann haben sie auch hier wieder super duper Long Player drauf, wie Stargazer zum Beispiel. Ich glaube, das ist, Moment mal. Eins, zwei, ja, 2 Platten auf einer Seite. Ich glaube, mit 8 Minuten noch was oder so geht es da schon mal richtig zur Sache. Ne? Hier sind die Jungs nochmal zu sehen, wie sie früher mal aussahen. Auch irgendwie hübsch zu sehen, finde ich irgendwie so, wie das mal alles losging.
geile Scheibe. Also Rainbow, ja, natürlich muss einfach sein für jeden kleinen Hardrocker im Herzen. Ist das eine Muss-Scheibe. Wie gesagt, mehrfach Gold, Platin, glaube ich, sogar bekommen die Scheibe. Platte des überhaupt des Hardrocks gewählt von, glaube ich, damals von irgendeiner Metal-Zeitschrift, weiß nicht, was jetzt das Metal Master, wollte ich gerade sagen, wie hieß die, Kerrang oder irgendwie sowas in der Art, war das wirklich die Platte des Jahres, Quatsch, überhaupt, diese Platte, muss ein Muss für jeden Heavy Man, ne? Sagen wir mal so, ne? Rainbow Rising, Ritchie Blackmores, Rainbow natürlich, ne? Also ganz, ganz große, große Platte. Und dann habe ich hier noch Unbehagen, jawohl, Nina Hagen mit ihrer Nina Hagen Band. Also auch die zweite Platte der Nina Hagen Band und natürlich auch die letzte Platte der legendären Nina Hagen Band. Mit Reinhold Heil und Mitteregger und Co. Da haben sie alle schön verstritten. Die haben ja irgendwie die erste Scheibe gemacht, die fand ich ja total klasse. Und dann haben die nur Stress gehabt, diese Jungs und Mädels, ich weiß gar nicht warum. Natürlich auch alles Extreme gewesen. Nina Hagen natürlich extrem gewesen. Poschka, Reinhard Heil, alle Extreme gewesen. Und zu dieser Zeit dann da schon wirklich extrem verstritten gewesen, die Jungs und Mädchen. Jungs und die Nina. Und da hat man diese Platte noch gemacht, weil man es, glaube ich, auch musste, gehe ich mal von aus, vom Plattenlabel her. Hat die, glaube ich, nur noch einzeln eingespielt, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Und danach haben sie sich auch getrennt. Nichtsdestotrotz, große Scheibe letzten Endes wieder mal mit auch einer meiner Lieblingshits damals, African Reggae, das ist das berühmte Stück hier von Poschke, Heil und Hagen, geschrieben. Ich glaube, die haben sich alle noch gemeinsam zumindest alles geteilt, wobei die meisten Texte, glaube ich, von Nina Hagen kamen. Und die Musik natürlich wieder mal inhalt von der Nina Hagen Band, die sich ja später in Spliff natürlich, Spliff Radio Show und die berühmte, eben halt Spliff gewandelt hat und Nina Hagen danach ja auch auf Solo-Tournee gewesen ist. Ne? Ich persönlich finde die Scheibe richtig klasse, ich finde sie auch super produziert. Früher wurde viel gemotzt über diese Platte, für mich ein ganz großes Teil meiner schönen Jugend. Ne? Unbehagen von der Nina Hagen Band. Bitteschön. Schöne, schöne Scheibe gewesen. Und genau in dieselbe Reihe läuft hier, nämlich das ist eine tolle Maxi-Single. Und zwar ist das Extra Breit mit den Polizisten hieß das Ding. Ne? Extra Breit natürlich auch bekannt hier, Kaya Weisern, die Band aus Hagen kommt die. Genau, im Sauerland. Nee, Quatsch, wie heißt das? Ist das Hagen oder ist das Sauerland? Ich glaube, das ist Sauerland, ne? Hagen. Bekannt eigentlich im Prinzip geworden in der Neuen Deutschen Welle. Eigentlich hatten sie damit ja gar nichts zu tun, weil die waren ja schon ein bisschen punkiger, Extra Breit. Ne? Haben dann diese großartige Platte gemacht, Polizisten und alle Klischees da irgendwie reingeknallt, die es irgendwie so gibt. Und super gemacht, das Ding. Die hatten dann nachher noch irgendwie zwei, drei große Hits wie Hurra, Hurra, die Schule brennt und was war es dann noch alles da irgendwie, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Fand ich persönlich nicht mehr so gut, aber immer noch dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob sie auch jetzt noch dabei sind, Extra Breit. Zumindest in der Urbesetzung bestimmt nicht mehr, aber ich glaube, Kaya Wei oder irgendwie sowas ist mit Extra Breit immer noch irgendwie dabei. Oder zumindest Kaya Wei ist Extra Breit. Oder irgendwie sowas habe ich mal gelesen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich weiß es nicht ganz genau. Trotzdem, super. Super Maxi-Version hier irgendwie von den Polizisten. 1.1.0, ja. Was soll ich sagen? Special Version hier mit 5.22. Auch ein bisschen länger. Cooler Bass damals. Also, ich fand die super. Polizisten heißt das Ding. Von Extra Breit. Ne? Bitteschön. Schön. Die finde ich auch richtig klasse. Habe ich echt sehr gerne gehört in der Neuen Deutschen Welle-Zeit. Ne? Ach komm, zwei, drei machen wir noch. Ich kann nochmal einmal hier ins Rekord. Sieh nochmal. Zwei habe ich jetzt mal rausgezogen und damit ist auch dann Feierabend für heute, würde ich mal sagen. Und habe hier nochmal auch eine coole Band, die ich echt sehr, sehr mochte. Post-Punk hier aus, ich glaube, das ist nicht England, das ist Schottland oder ist das Irland? Bin jetzt nicht ganz sicher. Jim Kerr ist das, glaube ich, nicht David Kerr. Jim Kerr und Co. Von Steve Hillich hier noch produziert, der Gitarrist von Gong damals gewesen, lange Jahre. Simple Minds, Sister Feelings Call.
schöne Platte. Und das ist Over 2, das ist auch interessant gewesen, genau, weil es gab, glaube ich, zeitgleich zwei Scheiben von Simple Minds, die rausgekommen sind. Und ich weiß nicht, warum sie das jetzt auf zwei Platten gemacht haben. Das weiß ich nicht. Die kamen wirklich beide gleichzeitig. So war das, glaube ich. Ich weiß nicht genau warum. Kann ich nicht sagen. Hier allerdings, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal angesprochen, weil das ist wirklich für mich persönlich einer der ganz, ganz großen Hits von Simple Minds, obwohl es ein Instrumentalstück ist. Nämlich ist das Theme von Great Cities. Da ist das erste Stück auf der ersten Seite eine total geile Instrumentalscheibe von den Simple Minds. Rauf und runter gehört früher. Ne? Lief immer im Rinne Songs im Ohr, um meiner Lieblingsdiskothek zu der Zeit. Unheimlich geile Scheibe von den Simple Minds. Ansonsten mochte ich die Musik natürlich total gern. Viele große Hits gemacht, vor allem die alten Sachen waren richtig gut. Später, als hier diese ganzen Don't Tune-Geschichten und so kamen, da waren sie ja schon sehr bekannt, haben schon die Hallen gefüllt bis zum Gehtnimmer. Da wurden sie auch schon ein bisschen kommerzieller. Das ist noch hier die guten alten Simple Minds hier aus dem Jahr, ich weiß nicht, 80, 81 sogar noch hier. Da ging es richtig zur Sache. Ne? Das ist richtig cooler Sound. Auch hier The American, glaube ich, auch damals eine relativ bekannte Scheibe gewesen, die auch in den Charts gekommen ist. Auch echt super. Simple Minds, Sister Feelings Call heißt die Platte. Bitte schön. Und dann haben wir noch eine schöne, das ist nämlich auch ganz klasse, und das ist nämlich Flash and the Pan, Headlines. Weiß nicht, ob wir die schon mal hatten. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei von Flash in the Pans. Die australische Easy Popband, die ich zumindest kenne, die richtig tolle Easy Music gemacht hat, in einer Zeit, wo das eigentlich noch gar nicht so in war, nämlich 1982. Headlines von Flash and the Pan. Produziert und gemacht und getan von niemand anderen als George Young hieß der, glaube ich. George Young. Das ist nämlich der Bruder von Angus und Malcolm Young von AC/DC gewesen. Und der hat diese Band damals mit ins Leben. Ich glaube, der war ein Produzent eigentlich aus Australien und hat irgendwann mit diesem Wanda-Sohn, so ich weiß nicht, wie der heißt, Flash and the Pan gegründet und haben irgendwie diesen eigenartigen Easy-Sound etabliert mit dieser Telefongesangsstimme. Das klang immer so ein bisschen, was sie so gemacht haben. Hier ist natürlich Waiting for the Train als großer Hit drauf. Dann gab es noch, jetzt habe ich dieses Ding im Kopf, jetzt komme ich auf den anderen nicht mehr drauf. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Also Flash in the Pan, kennt ihr, drei, vier große Hits hatten sie, die alle durchweg total cool waren. Ne? Schöne Scheibe, Flash in the Pan, Headlines. Und ich denke mir, das lassen wir damit mal wieder sein. Das war ja schon wieder eine kleine Handvoll. Ich freue mich, wieder mal ein paar Sachen gemacht zu haben. Und schau mal, wie es denn so weitergeht in dieser Woche. Jetzt werden wir mal wieder zusehen, dass wir da mal wieder ein bisschen Kontinuität reinkriegen, weil der nächste Urlaub dauert jetzt noch eine Runde. Nichtsdestotrotz haben wir hoffentlich alle eine schöne Zeit, ihr auch. Und ihr genießt es genauso wie ich. Und lasst es euch gut gehen, liebe Leute. Ich hab euch lieb, wollte ich schon fast sagen. Bestimmt. Macht's gut. Tschüss. Thank you.